Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play League of Legends. Heute spielen wir wieder etwas von euch gewünschtes. Wir spielen Twisted Fate. Und mit mir spielen Samurai Yi, Six, Leona, Irelia und wir spielen gegen Jenna, Volibear, Cassiopeia, mal wieder Darius und Katharina. Ich muss euch direkt vorwarnen, ich glaube nicht, dass ich ein so guter TF bin. Ich habe TF auch noch nie in Dominion gespielt. Eigentlich immer nur in Summoner's Rift. Wir werden einfach mal sehen, wie es läuft. Ich werde ihn jetzt auf AP spielen, so hat das mein Team gewollt. Ich habe gefragt, ob ich auf AP oder AD spielen soll. Ich selber mag AP lieber, aber ich weiß ja nicht, was in Dominion so gut ist, also habe ich gefragt. Sie wollten einen AP-Yi. Sollte AP-Yi, einen AP-TF. Der Yi spielt hoffentlich AD. Ich vermute es aber mal. Ja. Egal, dann, ja, Darius, der wird zum Glück mit dem nächsten Patch genervt. Was ich auch noch ganz toll finde an dem nächsten Patch ist, dass sie Swain buffen und, ja, mittlerweile spiele ich, wenn ich AP spiele, nur noch Swain eigentlich. Oder Vladimir, aber eigentlich fast nur noch Swain. Naja, egal. Das Gegner-Team finde ich sehr nervig. Die haben super coole Ultimates. Jennas Monsoon, der mal uns alle wegstoßen kann. Cassiopeias Versteinern, Darius Guillotine und Katharinas Klingentanz, was auch immer wieder heißt. Weiß ich nicht. Ach, und einfach Volibear, der scheiß OP-Tank. Der muss ja auch noch genervt werden, aber nee, nee. Und Riot hat Graves genervt. Mein Lieblings-AD-Carry. Aber es ist kein wirklicher Nerf, es ist eine kleine Veränderung. Wir haben jetzt so den Schaden von dem Triple-Schuss runtergesetzt und dann irgendwie. Das macht jetzt aber mehr Schaden, wenn Gegner von mehreren Projektilen getroffen werden davon. Von daher. Muss man halt nur näher ran. Naja, wir haben jetzt leider auch keinen AD-Carry. Wir haben gut, wir haben Yi. Hier ist wie ein AD-Carry, aber kein AD-Range-Carry. Wir haben aber Leona, was ich ziemlich cool finde, mit sau viel Control und Leonas Passive ist so Bonusschaden, den wir dann machen. Das ist auch ziemlich cool. Irelia, oh, wunderschön. Ich habe auch eigentlich ein Irelia-Game für euch aufgenommen, aber irgendwie wollte mein Renderprogramm das nicht richtig und da sind dann einige Videodateien abhanden gekommen und deswegen kann ich euch das Irelia-Game nicht präsentieren. Leider. Werden wir dann auch nochmal irgendwann nachholen, aber dann erstmal in nächster Zeit nicht, weil ich finde es irgendwie langweilig, ein Champ zweimal aufzunehmen miteinander. Also wird es noch was warten müssen, aber das kommt garantiert auch noch. Und eigentlich müsste es doch jetzt losgehen. Oder? Oder nicht? Wir haben übrigens überhaupt noch nicht geklärt, wer wohin geht. Da ist Core-Item auf TF. Auf AP ist der Lich Bane. Deswegen fangen wir direkt mit dem Glanz. Und drei Pots an. Ja, ich denke, ich werde erstmal Glanz und dann Boots kaufen. So, ich skill mal alles. So, mein Q-Spell, das sind so Karten, die kann ich werfen, die machen extrem hohen Schaden und die haben eine extreme Range, wie ihr hier schon seht. Haben auch einen ziemlich guten AP-Übertrag. Mein E-Spell ist passiv erhöht ja meinen Attack-Speed und meine Cooldowns bei 3%, also meine Cooldown-Reduction. Aktiv ist es auch ein passiver Effekt, jede vierte Attacke macht halt zusätzlichen Magenschaden, der auch nicht schlecht ist. Mein W-Spell ist ein Pick-a-Card. Wenn ich das mache, geht das Dingens an und wenn ich das nochmal drücke, kriege ich die Karte, die da oben angezeigt ist. Die blaue Karte stellt Mana wieder her, macht am meisten Schaden. Die rote Karte slowt und macht AOE-Damage. Die goldene Karte stunt. I reckon. Ja. Ja, ich soll anscheinend Bot gehen. Ja, das bedeutet, ihr wollt natürlich meistens die goldene Karte im Teamfight und die blaue und rote fürs Farmen. Manchmal ist aber auch die rote im Teamfight ganz cool, wenn sie euch verfolgen und dann. Ich kenne Boots ab, werfen wir Ghost an. Wir wollen so schnell wie möglich diesen Schützpunkt. Manchmal könnt ihr damit schon einen Punkt von den Gegnern. Oh Gott, ich finde den Cutter. Manchmal könnt ihr schon einen Punkt da mit. Wegmachen. Wenn ihr schnell genug seid, halt einfach mit dem Capturen. Wir waren der Erste, danach kommt Cassiopeia. Ist also nichts passiert. Schade. Die Gegner waren auch schnell. Na, gegen Cutter müssen wir aufpassen. Ich gehe auf jeden Fall zuerst die Karten hoch. Wie gesagt, ich bin leider ein total mieser TF. Und irgendwie, naja. Aber ihr seht schon, es macht Schaden, also wenn ihr
wenn man da oben mal das Hells verlegt, ein, damit Cutter das nicht kriegt. Dealer. Ah, Alter, diese Karten. Getroffen. Okay, jetzt ist Cassiopeia hier unten. Das ist schlecht. Verdammt, das war die falsche Karte. Ja, Twisted Fate basiert auf seinen Karten. Wenn es die gelbe gewesen wäre, hätte ich sie getötet. Das ist so das Problem an Twisted Fate, dass er halt echt auf seinen Karten basiert. Und das war jetzt halt einfach doof, dass ich dann zwei hier unten hatte. Egal, wir kriegen hier ja viel schneller Gold, deswegen können wir uns gleich hoffentlich schon die Zaubererboots leisten. Gucken wir einen Pot, dann geht das auch ganz klar. Ja, toll. Ich bräuchte Hilfe. I need help. Definitiv. Aber ich glaube, mein Team macht die ganz oben ganz gut fertig. Ja, gegen zwei komme ich nicht klar. So. Oh, Mann. Ja, warum hat es denn nicht getroffen? Ich verstehe es nicht. Warum hat es gerade Cassiopeia nicht erwischt? Ja, ich heile mich mal gerade, ja, ich verstehe nicht, warum mein Team nicht helfen kommt. Ich habe da unten zwei Leute und irgendwie passiert aber nichts. Ja, sie sollte nicht in der Pfütze drin stehen. Hab ich sie nicht angegriffen? Okay. Ja, ich bin ein mieser TF. Ein sehr mieser TF. Ja. Ja, Leona, dass die gegen Darius verreckt, war irgendwie klar. Ja, das war meine Ulti. Wenn ihr die aktiviert, seht ihr alles. Auch Wards und Schakopüppchen. Und ihr könnt euch dann in der Range da irgendwo hinporten. Das ist sehr nützlich. Damit könnt ihr euch dann zum Beispiel, wenn ihr euch in Gebüsche portet, sehen die Gegner das nicht. Und dann könnt ihr dann auf einer Lane sehr gut ganken. Aber ihr könnt TF nicht als Jungler spielen. Zumindest habe ich das noch nie gesehen. Ich bin halt auch eigentlich nicht so gut im 1-1. Ich glaube, ich werde den Team verzweifelt mit meinem Stun und den Karten. Ach, verdammt, habe ich mich verschätzt. Ja, als nächstes skill ich das Deck. Warte gerade mal das Igniter, bevor ich das Hellsrelikt aufnehme. Stack-Deck, das Pick-A-Card. Ja, Triple Kill von Darius. Das ist auch, warum er genervt wird. Das war gerade mein Stack-Deck, da hatte ich einfach Glück, dass es gerade der verstärkte Auto-Hit war. Und dann konnten wir Kata damit töten. Oh, komm schon. Wir müssen uns einnehmen. Wir verlieren auch Punkte. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Naja, sie hat immerhin viel Leben noch verloren. Ich hätte da die Stun-Karte kriegen müssen. Oh, aber. Yes! Yes! Sie ist so dumm! Oh, herrlich! Also, ich hatte doch noch nie so einen coolen Kill in Dominion. Hat sie das jetzt gerade mitgekriegt? Oder was? Hat sie gerade den Port? Ne, die kann den Port eigentlich nicht mitgekriegt haben. Vielleicht hat sie auch einfach nur mitgekriegt, dass sie oben
dass die Team gerade oben verloren hat. Mittlerweile killen die Karten auch, wenn ihr eine goldene Karte einloggt, dann seid ihr... Dann seid ihr ziemlich, abschreckend. Nein! Verdammt, da konnte ich meine Karte nicht schnell genug picken. Ja, das war einfach gut von ihr gemacht. Da hat sie sich durch mich durchgedingst.